Also wir haben sie natürlich genauso beobachtet, das ist selbstverständlich. Und sie haben ein Spiel gewonnen, eins verloren, haben 4-4-2 mit der Mittelfeldraute gespielt. Und ja, es ist halt im DFB-Pokal, ihr kennt es ja, alle sprechen immer von einer Pflichtaufgabe, aber seit einigen Jahren gibt es eigentlich für keinen mehr eine Pflichtaufgabe. Selbst für den FC Bayern München gibt es keine Pflichtaufgabe mehr. Also von meinem Gefühl her ist es einfach so, dass es viel mehr sogenannte Überraschungen gibt und auch die Ergebnisse in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr immer knapper werden. Und ja, es bestätigt so auch meine These etwas, dass der Fußball in der Spitze und der Breite zusammenrückt. Jetzt gilt es halt nur festzustellen, wird die Breite besser oder die Spitze schlechter? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall gibt es keine Pflichtaufgaben mehr. Das sind alle schwere Spiele. Die musst du erstmal alle für dich entscheiden. Und du musst am Ball sehr gut sein, brauchst aber eine gute Rechtsverteidigung, weil natürlich diese Mannschaften auf den Umschaltfaktor alle setzen. Und jeder hat natürlich auch, ein Oberligist hat seine 2, 3, 4 Spieler drin, die sehr torgefährlich sein können, zum Teil schon in Nachwuchsleistungszentren gespielt haben. Und ja, von daher ist es deutlich mehr wie eine Pflichtaufgabe. Das ist eine Hürde in der ersten Runde, die wir meistern müssen und wo wir an unsere Grenzen gehen müssen. Gar kein Thema. Ja, wir müssen uns irgendwie davon verabschieden, dass Fußballprofis per se faule Menschen sind und nicht höher springen, wie sie müssen. Und deswegen in der ersten und zweiten DFB-Pokalrunde 4, 5, 6 Mannschaften höherklassig ausscheiden, weil die Spieler einfach keinen Bock hatten. Ich glaube, das ist eine sehr naive Einstellung, die man gegenüber Spieler hat. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Für den einen ist es das Spiel des Jahres. Er kann sich auf die Defensive konzentrieren. Die Bälle, die er jetzt grätschenderweise auf die Tribüne donnert, für die bekommt er Applaus. Und nächste Woche im Punktspiel in der Oberliga kriegt er Pfiffe, weil er nicht eine spielerische Lösung hat. So, das sind ganz andere Voraussetzungen. Und glauben Sie mir, weder in Bochum noch bei Bayern München noch sonst irgendwo gehen die Spieler in so ein Spiel rein, weil sie denken, ach, DFB-Pokal können wir locker, haben wir ja immer gewonnen. Also die meisten haben ihre Erlebnisse hinter sich. Bochum, Bayern, alle haben ihre Erlebnisse hinter sich. Und ich glaube, natürlich soll es den einen oder anderen Fall geben, dass es Mannschaften gibt, die vielleicht mit einer schlechten Mentalität in ein Spiel reingehen, aber die Mehrzahl der Mannschaft geht mit der richtigen Mentalität rein und die Niederlagen sind nicht immer nur mentalitätsbezogen. Das ist natürlich, macht es nicht einfach, wenn man es darauf immer schieben kann, aber man hat eine andere taktische Aufgabenstellung wie ein Gegner aus der eigenen Klasse. Man muss quasi in der Restverteidigung komplett konzentriert sein. Es ist manchmal wie ein Torhüter, der relativ wenig zum Tun kriegt. Ich sage nicht, dass es jetzt so sein wird am Samstag. Auch ein Oberligist kann einem 5, 6, 7 Torchancen auferlegen. Aber manchmal muss man auch in der Restverteidigung eben das eine Mal da sein. Es nützt nichts, 89 Minuten da zu sein, wenn du einmal nicht da bist. Und deswegen ist es eine andere Aufgabenstellung, die du natürlich meistern musst. Das ist deine Aufgabe, höherklassig das hinzukriegen. Aber sind keine Selbstläufer mehr, die können Fußball spielen und wir werden wie alle anderen Höherklassigen an diesem Wochenende, keiner wird seinen Gegner unterschätzen, jeder wird das Selbstbewusstsein haben zu wissen, er ist die bessere Mannschaft, aber jeder wird wissen, es geht einfach nicht im Schongang, das ist nicht möglich. Ist doch klar, dass ich die Woche das ein oder andere Mal schon mal darauf hingewiesen habe, dass wir so einen Mist wie letztes Jahr nicht nochmal erleben wollen, egal aus welchem Grund. Also wenn das ein Spieler nicht verträgt und sich dann bei ihm ein Szenario aufbaut, selbsterfüllende Prophezeiung, haben letztes Jahr verloren und jetzt wieder. Also ja, wir sind doch Profifußballer. Natürlich muss der Trainer auch mal ansprechen, das war letztes Jahr nicht ganz so gut und wir wollen die erste Runde überstehen und erfolgreich bestreiten, weil es insgesamt ja ein super Wettbewerb ist. Also wenn du da mal die erste 1, 2 Runden überstehst, dann geht doch bei jedem schon das Leuchten in den Augen los. Ja? Und bekommst ein interessantes Los oder träumst von der nächsten Runde und in dieses Fahrwasser möchte doch jeder irgendwie kommen. Du hörst ja gefühlt ja fast 20 Vereine, die dann auch mutig sagen, wir wollen den DFB-Pokal dieses Jahr gewinnen. Klar, das kannst du viel einfacher beim DFB-Pokal sagen, als ich will deutscher Meister werden, weil wir alle wissen, dass bis auf einer alle rausfliegen. Also ja, auch wir wollen den DFB-Pokal gewinnen. Ja, wir wollen die erste Runde, klar, erfolgreich gestalten und wollen auch
vielleicht im Herbst oder im Jahreswechsel das Leuchten in den Augen haben, wenn es wieder zur Auslosung geht. Und dazu musst du deine Aufgaben machen. Und das heißt jetzt KSV Bornatal, ein Gegner, der in der Punktrunde ist, wie wir auch. Die Zweitligisten haben vielleicht den Vorteil gegenüber den Erstligisten, dass wir auch schon zwei Pflichtspiele hinter uns haben. So, und von daher, ja, Aufgabe, auf die wir uns freuen.